wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ja, es ist schon abends. Justus hat gesagt, er wird jetzt auf Anastasia aufpassen. Das heißt, ich laufe hinter ihr her. Das ist mein Aufpassen. Dann gib mir mal das Trinken, dann kannst du treffen. Ja, die süße Maus, ne? Papi muss immer dahin, wo sie hin will. So ist das jetzt mittlerweile. Auf jeden Fall darf ich jetzt baden. Weil ich habe gesagt, mir ist kalt nach der Fahrradtour, die übrigens Justus Idee war. Deswegen. Ja, das war so klar, dass sie eine Fahrradprüfung machen kann. Ja, aber sie macht es ja richtig gut. Ja, sie kann schon Fahrrad fahren. Notwendig. Es war nicht notwendig. Aber es war schön, weil mit Familie zusammen und so hat Spaß gemacht. Aber andererseits, ne, also uns ist alle kalt. Und ich darf jetzt einmal baden. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Deswegen mache ich jetzt schon meine kleine Abendroutine, könnte man das nennen. Und ich freue mich riesig darauf, jetzt einfach ein schönes, warmes Bad einzulassen. Ich mache auch noch mal ein bisschen Beauty mit dazu. Ein bisschen Mama-Auszeit. Ich liebe das, wenn ich mir dann so ein bisschen Beauty-Auszeit gönnen kann. Ich mache mir gleich auch nochmal so eine Maske drauf, das liebe ich im Bad zu liegen. Und dann eine Maske und dann richtig schön genießen, Auszeit, erstmal Wimpern, verabschieden sich da, muss drauf, da ist gleich weg. Ja, ohne Wimpern sehe ich immer gleich ganz anders aus. Anders aus, ne? Einmal abschminken und du bist wieder ein bisschen Beauty. Nach langer Zeit, obwohl ich auf Insta-Stories jetzt sehr oft wieder Beauty gezeigt habe, was sehr, sehr vielen sehr gut gefallen hat. Ich habe ganz viel positives Feedback dazu bekommen. Also schau auch gerne dort vorbei. Da schminke ich mich mit dir zusammen oder teste neue Kosmetik aus. Einmal Waschbäraugen machen mit ganz mildem Make-up-Entferner. Kommt alles runter. Einmal Toner und jetzt kommt die Maske drauf. Ich nehme jetzt so eine richtig schön pflegende Maske. Ich liebe das ja. Ich habe ja extrem trockene Haut und auch sehr, sehr sensible Haut. Deswegen bin ich da sehr hinterher und achte sehr auf meine Hautpflege. Jetzt kommt das Geschwätz. Und ich verteile auch immer, was noch so ein bisschen übrig bleibt in der Verpackung, gerne so am Halsbereich. Da muss es nämlich auch schön einwirken. Meine Lieblingskerze zum Baden. Und dann mache ich mir das immer hier ganz dunkel. Ich verabschiede mich jetzt in mein wunderschönes Blubberbad und gönne mir ein paar Minuten komplette Ruhe. Bis gleich. Wie lange war ich weg? 10 Minuten? Halt! 20, 30 Minuten. 20, 40, 30 Minuten. Gefühlte 3 Stunden. Hatte ich wirklich nicht so richtig echte. Ey, nicht mein Ohr. Beauty-Pause. Gott, wie sehe ich aussehen? Du siehst schon voll viel mehr Beauty-Net aus. Ja, aber es tat sehr, sehr gut. So, aber Anastasia hat keine Lust mehr. Sie möchte jetzt schon einmal fertig gemacht werden. Geht nur auf den Kopf. Gibt es jetzt. Mit Buch. Einmal ihren Schlafanzug schon. Das ist ja ihr Schlafanzug, habe ich ja schon jetzt auch gezeigt. Und dann wird sie schon mal Bett fertig gemacht. So, jetzt aber. Jetzt lass mich aber hier mal fertig machen, ja? Jetzt kommt meine Abschlusspflege und zwar mit meinen sehr, sehr, sehr geliebten Produkten von Aeroe. Und Aeroe kennst du ganz bestimmt noch nicht. Das ist nämlich ein ganz kleines Startup. Und ich kannte sie auch noch nicht, bis mir die Gründer geschrieben hatten und mich gefragt hatten, ob ich das mal ausprobieren will. Die Produkte sind nämlich alle super bei trockener und sehr empfindlicher, sensibler Haut. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da immer sehr skeptisch. Also bei Kosmetik, die sagt, sie sind super toll für sensible Haut. Das hatte ich schon ganz oft, dass ich sie dann getestet habe und dann hatte ich am nächsten Tag
Rötungen oder ich habe Pickelchen bekommen oder Unreinheiten und so. Und das ist bei Erui nicht der Fall. Also Erui ist tatsächlich wirklich geeignet für sehr sensible Haut. Und ich habe ja auch wirklich ganz trockene Haut. Und das passt wirklich perfekt. Du kannst ganz einfach normal, wenn deine Haut noch feucht ist, einfach die Creme drauf tun. Das habe ich zum Beispiel gerade eben gemacht, als ich aus dem Bad gekommen bin. Da habe ich erstmal die Körperpflege drauf geschmiert. Das ist ganz toll, wenn die Haut noch nass ist. Und dann verbindet sich das so toll. Und dann ist das wirklich ganz, ganz viel Feuchtigkeit. Und im Gesicht mache ich das auch so. Oder ich mache noch Toner, dass es so ein bisschen nass ist. Und dann mache ich die Creme drauf. Und guck dir das mal an. Die Creme ist so fest. Das kennt man normalerweise nicht. Aber das Besondere bei Erui ist, dass da keine Füllstoffe drin sind. Also normalerweise ist in Kosmetika ganz viel Wasser drin, um das so aufzufüllen. Und hier ist wirklich alles an Wirkstoff drin. Und das merkt man wirklich, weil es sehr, sehr ergiebig ist. Also man braucht gar nicht viel von den Produkten. Und da sind eben auch keine Zusatzstoffe drin, also keine Konservierungsmittel, kein Alkohol, keine Emulgatoren, kein Wasser, wie gesagt. Und dadurch fehlen halt eben auch diese Sachen, wo man normalerweise vielleicht drauf reagieren würde mit der Haut. Die Augencreme habe ich jetzt so aufgetragen. Das mache ich immer, das schmilzt immer ganz, ganz toll, wenn ich mit dem Finger reingehe. Dann kommt die 24 Stunden Bio-Gesichtspflege. Und die trage ich so auf, dass ich mir erstmal so ein bisschen was da raushole. So eine Fingerspitze, das ist schon ein bisschen viel. Man könnte auch weniger nehmen. Und dann gebe ich mir das in die Handfläche. So. Und dann schmelze ich es in meine Hand. Also man merkt das richtig, es ist so ein bisschen fest und jetzt wird es immer weicher. Und dann verteile ich das im Gesicht. Ich finde, das riecht auch so nach Wellnessbehandlung. Vielleicht kennst du das, wenn du wirklich zur Kosmetikerin gehst und dann wirklich sehr, sehr hochwertige Produkte auch bekommst für die Haut. So fühlt es sich an. Und glaube mir, wenn du morgen früh aufstehst, dann fühlt sich deine Haut an wie Babypopo. Also es ist wirklich so toll pflegend. Du musst das wirklich unbedingt ausprobieren. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass Erui eine Box erstellt hat mit den drei Produkten, die ich dir gerade gezeigt habe. Sie haben noch viele andere tolle Sachen. Da teste ich zum Beispiel auch was gerade für Anastasia, was für Baby. Aber die drei Sachen sind drin. Also einmal die Bio-Körperpflege, die 24 Stunden Bio-Gesichtspflege und der Bio-Augenbalsam. Also die Produkte sind wirklich alle komplett bio und sogar die Verpackungen sind hundertprozentig biologisch abbaubar. Also da ist null Plastik dran. Die Box wurde wirklich nur für unsere Community gemacht, weil ich gesagt habe, ja genau, die drei Produkte, die möchte ich meiner Community vorstellen und ich bin so begeistert davon, dass ich mir ganz sicher bin, dass es auch meiner Community sehr, sehr gut gefallen würde. Also die Box ist wirklich sehr stark limitiert. Die ist im Moment auch runtergesetzt und mit meinem Code Nancy20 bekommst du zusätzlich nochmal 20% darauf und auch auf alles, was du im Shop findest. Ich verlinke dir die Infos einmal in der Infobox. Da stelle ich dir auch nochmal meinen Code rein mit Nancy20 und auch den Link. Darüber bekommst du den Rabatt direkt. Und das war noch nicht alles, denn die ersten 100 Bestellungen bekommen ein Gratisgeschenk. Ich weiß auch nicht, was es ist. Du musst es mir dann sagen, wenn es bei dir ankommt, okay? Dann musst du es mir schreiben. Ich möchte das unbedingt wissen. Also wirklich von Herzen eine ganz große Empfehlung für die Produkte von Erui und auch für die beiden Gründer, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Wirklich ein ganz kleines Startup. Eigentlich besteht nur aus zwei super lieben Menschen, mit denen ich auch telefoniert habe und die mir wirklich begeistert von ihren Produkten erzählt haben, was für Gedanken sie sich gemacht haben und sie haben so viel Herzblut da reingesteckt und sie verdienen viel, viel mehr Aufmerksamkeit für wirklich diese ganz tolle Hautpflegeserie, die sie gemacht haben. Deswegen probier es aus. Wenn du wirklich trockene Haut hast, sensible Haut hast, dann wirst du diese Pflegeserie lieben. Okay, genug geschwärmt. Ich bin fast fertig. Ach so, das mache ich ja auch noch. Das wollte ich dir auch noch zeigen. Wenn wir schon mal beim Thema Beauty sind, was ich auch noch gerne mache, aber das ist wirklich, wie soll ich sagen? Also, du weißt, ich bin ein absoluter Hautpflege-Freak. Es ist, denke ich, optional. Aber ich mache das total gerne, mir meine Cremes auch nochmal ordentlich schön einzumassieren mit so einem Rosenquarzroller zum Beispiel. Was ich mir auch noch besorgt habe, ist ein Gua Sha.
ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht hast du auch schon mal davon gehört. Also damit geht man auch nur wirklich ganz leicht über die Haut. Und das ist super schön kühlend. Und ich mag das total gerne, um meine richtig tolle Pflege dann eben auch einzumassieren, obwohl das wirklich ganz leicht nur quasi über die Haut geht. Oh, herrlich. Ich liebe das. Ich mache das auch bei Justus immer. So abends mache ich das so bei ihm. Geht auch eigentlich ganz schnell. Also wenn ich morgen zum Beispiel keine Zeit habe, mache ich nur die Augen. Oh. Okay, das wäre fast ins Auge gegangen. Mache ich nur die Augenpartie. So wollte ich das eigentlich zeigen. Aber abends habe ich immer ein bisschen mehr Zeit. Da mache ich dann auch gerne das ganze Gesicht, Halsbereich. Und fühle mich dann richtig schön gepampert. So, ab jetzt fasse ich mein Gesicht nicht mehr an. Das mache ich immer so, wenn meine komplette Pflege drauf ist. Dann knibbel ich nicht mehr rum, sondern lasse das wirklich so, wie es ist. Und morgens früh ist es einfach herrlich. Das ist das Einzige, was mich hier stört im Schlafzimmer, dass irgendwie nicht wirklich genug Licht ist. Also irgendwie haben wir nur diese zwei Wandleuchten hier. Und eigentlich hatte ich ja auch was für hier oben besorgt. Aber irgendwie kam ich nicht dazu, es dort aufzuhängen. Ja, irgendwie fühlt es sich immer noch so an, als wären wir gerade erst eingezogen, obwohl es jetzt schon über ein Jahr her ist. So schnell vergeht die Zeit. Was ich dir zeigen wollte, ist, dass ich am Aussortieren bin. Und zwar habe ich schon losgelegt bei Jacken und auch bei Anastasia. Da sind ganz viele Sachen, Babysachen von ihr drin. Und hier habe ich auch schon ganz viel aussortiert, ganz viele Jacken von mir und auch von den Kindern. Und ich werde jetzt auch noch weitermachen, nämlich in meinem Schlafzimmer. Also da will ich auch noch mal ganz viel aussortieren. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber... Okay, jetzt ist es oben bei den Kindern. Ich glaube, Anastasia hat langsam keine Lust mehr. Sie will, glaube ich, langsam mal ins Bettchen. Ja, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei uns sind schon zum Beispiel in Claras Klasse ein neues Mädchen dazu gekommen als Klassenkameradin aus der Ukraine, ganz, ganz frisch. Und ja, sie kamen alle hierher ohne irgendwas, also mit nichts quasi, wirklich nur mit einer Tasche oder so. Und wir brauchen wirklich noch viel. Also ich war sowieso schon dabei, einmal überlegen, einmal zu schauen, was wir abgeben können. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um einfach zu helfen. Ja, so. Und da sind wir immer ganz vorne mit dabei. Und vielleicht kann ich auch ein paar in der Community dazu anregen, auch ein bisschen bei sich zu schauen. Ich denke, wir haben alle viel und können einiges davon einfach entbehren. Und gerade die, die gar nichts haben, freuen sich sicherlich über jede Sache. Und gerade in meinem Kleiderschrank wollte ich einmal komplett Rambazamba machen. Darauf freut sich auch Justus sehr, denn er hat gesagt, ich habe viel zu viele Sachen. Ich habe ja, also eigentlich sind das ja vier Schränke hier, ne? Du weißt ja, also 1, 2, 3, 4. Und eigentlich war das so geplant, dass Justus zwei Schränke bekommt und ich zwei. Und jetzt ist es so, dass ich drei Schränke bekommen habe und er einen. Und deswegen widme ich mich dem hier. Ich wollte einmal schauen, was ich einfach einmal entbehren kann. Es sind viele Sachen, die ich zum Beispiel auch schon ganz lange nicht mehr getragen habe. Es sind immer so ein paar Lieblingsteile dabei, wovon ich mich nicht so richtig trennen mag, obwohl ich sie schon lange nicht mehr getragen habe. Vielleicht kennst du das. Aber ich will jetzt wirklich mal ordentlich reduzieren, damit ich eben auch was Schönes abgeben kann. Also bei uns ist das zum Beispiel so, dass wir an unserem Kindergarten und an der Schule das einfach abgeben können. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist. Also muss man sich auf jeden Fall vorher informieren, bevor die da irgendwie überflutet sind mit viel zu vielen Sachen. Bisschen schwer mit mich von Sachen trennen, aber das ist der Haufen von Schrank Nummer 1, möchte ich betonen. Das sind so die Pullover-Sachen, dann habe ich noch Schränke mit Kleidern und Blusen und ja, ich finde, das ist für einen Schrank Nummer 1 schon eine ganz gute Ausbeute. Gerade bei dem Wetter ist es, glaube ich, sowieso auch noch ganz cool, wenn es so ein bisschen dickere Pullover sind. Es wird ja doch noch recht kühl, gerade so abends oder wenn man auf eine Fahrradtour geht mit Justus. Guck mal, und so viele Sachen sind auch schon wieder frei geworden. Es ist auch sehr befreiend. Also es tut auch immer gut, was Gutes zu tun. Spürst du diese Ruhe, Justus? Ja. Ein
alle Kinder sind im Bett. Hunger? Also ich mache mir jetzt eine heiße Schokolade. Achso, und guck mal. Habe ich hier Backen. Lecker. Ja, war sehr gut. War sehr gut, da ist noch genug übrig. Ja. Wir sprechen noch nicht in der Vergangenheit, ist Justus. Ja, ist ja schon ein bisschen trocken. Ja, also ich backe immer total gerne und dann ernähren wir uns da tagelang davon. Aber ich glaube, ich gönne mir gleich noch mal so ein Stück. Schon richtig lecker geworden, mein Kirschstreuselkuchen. Weiß auch nicht, ob ich jetzt Kakao oder Milch mit Honig, Justus. Das ist jetzt wirklich schwierig. Oh mein Gott. Kann mich nicht entscheiden. Noch eine Serie gucken? Ja, können wir gleich gucken. Kannst ja gleich schon anmachen. Ich zeig das hier noch. Guck mal, hat Clara heute mit nach Hause gebracht, hat sie einen Kunstunterricht gemalt und eine 1- dafür bekommen. 1-. Auf dem Zeugnis steht das mit, nee, steht nicht mit Minus, ne? Nee. Ja, also sie meinte, die Lehrerin meinte, der Farbverlauf wäre nicht so perfekt. Deswegen ist es nur ein 1-. Aber ich finde das, guck dir das mal an. Also ich habe eben geguckt und dann dachte ich, oh Mann, gibt es hier viel zu entdecken. Also wirklich in jeder Ecke, ne? Und ich finde den Farbverlauf richtig gut. Und sie hat hier auch noch so diese Sprenkler und so Sprenkel-Dinger da drauf gemacht. Richtig, richtig toll. Also ich bin sehr stolz auf mein Kind. Willst du auch noch irgendwas, Justus? Wo ist denn meine Tasse jetzt? Hast du wieder mein... Justus hat ja kleine Tassen. Was ist denn jetzt los? Das ist der Alarmleiter. Was hast du gemacht? Ja, ich habe gefragt, was hast du gemacht mit dem Herd? Geh mal gucken, bitte. Gott, die Katzen. Justus. Ja, weil die ruft mich ja erst an, die Alarmanlage und so. Eigentlich sind wir ja nicht da, wenn sie losgeht. Was war das denn jetzt? Das muss ja irgendwas. Was hast du denn gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Kannst du mal auf die Kameras gucken? Das ist nichts. Jetzt ist Johann wach geworden. Ja, natürlich. Alle sind wach geworden davon. Sabab. Ja. Das ist ja nicht gut. Du hast mir gerade Angst hier. Ich gehe sie herum. Das Schlimmste ist ja schon, aber das ist ja, also, das ist jetzt nicht unbedingt die Uhrzeit für Einbrecher. Gott, meine Milch ist fast hier übergelaufen. Oh, was war das denn jetzt? Ja, unsere Alarmanlage ist gerade angegangen. Hast du vielleicht gerade mitbekommen und gehört? Auch direkt erstmal angerufen? Also die Wacht ruft ja immer direkt an. Sie ist super schnell immer. Also noch nicht mal 5 Sekunden, noch nicht mal 2 Sekunden später, wenn ein Alarm losgeht, ruft die Wacht immer an und fragt, alles in Ordnung? Alles gut? Ja, wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause. Ja, genau, das Passwort muss man dann immer erstmal sagen. Muss ja erstmal, was ist das richtige Passwort? Sie nehmen ja nicht jedes Passwort. Und wenn du das Falsche sagst, dann kommst du vorbei. Sie soll auch die Polizei. Okay. Schräg. Also, offensichtlich ist ein Kontakt unten. Ich habe ja vorhin, weiß ja, und habe die Fahrradpumpe gesucht. Du fragst mich, was ich gemacht habe und dabei ja. Warst du das. Aber das war schon was, ne? Ist aber komisch. Ja, ist komisch. Ja, dass es jetzt also automatisch jetzt angeht. Also wir haben ja... Ja, besser als wenn es nicht angeht, ne? Ja, also dass es jetzt plötzlich angeht. Ach, okay, gut. Ich dachte schon, irgendwas hast du mit der Milch gemacht. Meiner Milch geht es gut. Die hat nichts damit zu tun. Okay, erstmal alle Kinder beruhigt, alles gut. Das Haus herum mit den Kameras. Ja, wir können auch überall alles sehen mit den Kameras. Naja, Fehlalarm muss es auch mal geben. Aber Baby schläft, ne? So Babymutter hat es nicht interessiert. Nur die Katzen. Ja, ich komme gleich, meine Milch kocht. Dann machen wir uns jetzt einen schönen Abend. Ich muss erstmal ein bisschen... Ich würde sagen, ich verabschiede mich aber jetzt für heute. Genug Aufregung gehabt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.